ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ihr wisst nicht, wie oft ich diesen Satz in der letzten Zeit gesagt habe und wie oft ich Videos angefangen habe und die nie dann zu Ende gefilmt habe oder geschnitten habe oder geschweige denn hochgeladen habe. Ich bin aktuell irgendwie auf so einer kleinen Selbstfindungskrise. Und keine Ahnung, denke mir jedes Mal, wenn ich irgendwas filme und irgendwas schneide und so, denke ich mir jedes Mal so, ach, das ist doch irgendwie langweilig, das interessiert doch irgendwie keinen und irgendwie ist das doch alles doof. Nicht, weil ich mich prinzipiell komplett doof finde, aber irgendwie, ich weiß nicht, aktuell ist so ein bisschen, ja, der Wurm drin bei mir. Aber das tut nichts zur Sache. Dieses Video, komme was wolle, wird auf YouTube landen, weil ich finde es super schade. Ich mag das total, ja, YouTube-Videos zu filmen, zu schneiden und hochzuladen. Auch allein schon für mich und die Erinnerung. Ja, und keine Ahnung, jetzt unter diesem Video, da gibt es jetzt kein Rumherumdrücken mehr, das kommt online. Wir haben heute Mittwoch und ich hatte Bock, wieder so einen neuen Weekly-Vlog zu starten. Ich war gestern arbeiten den ganzen Tag, dann war ich mit einer Freundin nachmittags in der Stadt. Wir mussten nämlich ein Geburtstagsgeschenk besorgen. Eine andere Freundin von uns hat nämlich heute Geburtstag und ich muss sie noch gratulieren. Das fällt mir gerade ein. Gut, dass ich es sage. Und sie feiert am Freitag. Wir gehen gemeinsam feiern und ja, waren halt so ein bisschen unschlüssig und haben jetzt einmal dieses Set hier geholt und noch eine Sonnencreme. Das ist irgendwie voll das perfekte Sommer-Vibes-Set. Und ja, wir hoffen jetzt mal, dass es ihr gefällt, aber wir wissen, dass sie beides quasi schon mal länger haben wollte und ausprobieren wollte. Deswegen, ja, muss ich da auf jeden Fall noch gucken, dass ich das verpacke für Freitag. Und ich, ja, freue mich sehr. Morgen ist Donnerstag. Surprise. Und ich bin morgen auch mit zwei weiteren Freundinnen verabredet und wir wollten Armbänder basteln für das Taylor Swift Konzert. Das ist nämlich nächste Woche Donnerstag, Leute. Das ist so krass, weil ich, keine Ahnung, wenn ich darüber nachdenke, ich habe die Tickets vor einem Jahr, wenn nicht sogar vor länger als einem Jahr geholt. Und jetzt ist es einfach so weit, das ist voll crazy. Dasselbe auch bei Coldplay. Das ist einfach auch nächste Woche und ich komme darauf nicht klar. Ich habe mich so lange auf diese Momente gefreut und jetzt ist es einfach so nah dran und zum einen realisiere ich es gar nicht und zum anderen will ich eigentlich gar nicht, dass es passiert, weil dann ist es halt hinter mir und ich weiß, dann habe ich super tolle Erinnerungen und Erfahrungen gemacht, aber dann habe ich ja nicht mehr die Ereignisse, auf die ich mich freuen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe andere coole Sachen, auf die ich mich freuen kann. Das weiß ich auch, aber ich freue mich halt auch extrem darauf und irgendwie, keine Ahnung, finde ich es dann schade, wenn so eine Vorfreude-Sache dann irgendwie wegbricht. Aber ja, heute ist Mittwoch, das habe ich eben schon gesagt. Ich habe heute Nachmittag privates Baurecht wieder als Vorlesung und ich wollte da auch wieder in die Kanzlei gehen und mir das von dort aus anhören und dann heute Abend zum Zumba-Kurs gehen. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Ich muss mir auch echt mal angewöhnen, anders zu schlafen, weil ich schlafe wirklich auf dem Bauch mit dem einen Arm so angewinkelt und das eine Bein so angewinkelt und jeden Morgen merke ich es in meinem Rücken und ich bin jetzt gerade 22. Also, mal gucken, wie lange das mein Rücken noch so mitmacht. Und deswegen, ich wollte mir eigentlich auch generell mal angewöhnen, auf dem Rücken zu schlafen, weil ich glaube, auf dem Rücken schlafen soll ja das Gesündeste sein. Ja, aber irgendwie jeden Abend ist halt einfach diese Halb-Bauch-, Halb-Seiten-Position das Bequemste, wie ich irgendwie liegen kann. Das ist irgendwie, naja, auf jeden Fall, Klausuren sind bald. Oh, das stresst mich jetzt auch schon wieder. Ich wollte nämlich auf jeden Fall die Öffrechtübung schreiben und ich habe jetzt schon wieder, ich habe mir die Sachen angeguckt und dachte mir so, Halleluja, Alter, wie soll ich das hinkriegen und wie soll ich mich dafür motivieren, das hinzukriegen? Ja, aber das steht auf jeden Fall jetzt an. Ich habe mir auch jetzt hier schon, es ist halt Staatsorga unter anderem und ich hasse Staatsorga, weil ich es halt nie richtig gelernt habe, weil ich das halt während Corona geschrieben habe. Und jetzt kann ich es halt nicht. Und ja, ich habe hier so ein Staatsorga-Skript. Ich habe mir die meistens immer Secondhand gekauft, aber ich glaube auch gerade bei Staatsorga hat sich nicht viel in den letzten Jahren geändert. Das passt schon. Das kann ich mir angucken. Dann habe ich auch noch so ein Fallsachen für Staatsorga. Dann habe ich hier noch so ein Ding für Staatsrecht 1. Das ist wahrscheinlich sogar eigentlich echt gut. Staatsorga, Grundrechte, Verfassungsprozessrecht. Also ja, vielleicht sollte ich mir das alles mal angucken. Ah, Schmerz.
Schmerz, weil ich glaube, dass die Klausur wird jetzt halt viel Staatsrecht, also halt Grundrechte, Staatsorgan und so. Und ja, das habe ich halt schon wirklich lange nicht mehr gemacht. Naja, meine Motivation dafür hält sich auch in Grenzen. Ich gucke mir gerade an, dass ich hier das Semesterbeitragsding offen habe und ich muss den Semesterbeitrag überweisen, fällt mir gerade ein. Schmerz. Schmerz. Ich habe übrigens heute, talking about Konzerte, Tickets gekauft fürs Ed Sheeran-Konzert. Der kommt nächstes Jahr wieder nach Deutschland und das ist das Ende von seiner Tour. Und ich war tatsächlich auf einer und derselben Tour, 2022, also das ist die Mathematics-Tour, wo der mit allen Alben halt so auf Tour geht. Und finde ich irgendwie voll cool, weil er halt seine mathematischen Symbole da als Albumnamen ja immer hat. Also es gibt ja Plus, es gibt Subtract, es gibt Divided, es gibt Multiply. Und deswegen finde ich es irgendwie voll cool. Da hatte er jetzt als letztes. Nee, als letztes hatte der Subtract, aber davor hatte der Equals. Und ich war halt, bevor das Subtract-Album draußen war und er auf Tour war mit Equals und Divided und sowas, war ich auf dem Konzert in Amsterdam und danach habe ich tatsächlich die beste Klausur in meinem ganzen Jurastudium geschrieben. Das waren meine 15 Punkte in Familie- und Erbrecht, nachdem ich eine halbe Lebenskrise hatte, weil ich dachte, das wird der Grauen und richtig am Ende war, kam das aufs Papier. Das war wirklich crazy. Auf jeden Fall, ja, geht da halt jetzt nochmal auf die Tour halt nach Deutschland. Es ist in Düsseldorf und ich war so, oh mein Gott. Das Konzert war so schön und ich hätte da halt so Bock, nochmal hinzugehen. Und ja, jetzt habe ich für September 2025 Karten gekauft. Und es gibt noch Karten. Also ich denke mal, wenn das Video online geht, wird es auch noch Karten geben, weil da war jetzt kein großer Andrang. Also falls ihr Bock habt, da auch hinzugehen, dann guckt auf jeden Fall gerne mal, ob es Karten gibt. Ich fand das Konzert richtig toll, wie gesagt, und freue mich dann auch sehr, nochmal da hingehen zu können. Genau, und jetzt freue ich mich nicht auf Grundrechte, aber. Es muss getan werden, Leute. Es muss getan werden. Ich glaube, ich gucke mir jetzt erstmal die Fälle an, die der Professor schon hochgeladen hat, weil ich könnte sein, dass ich die letzten Tage nicht so wirklich in den Vorlesungen war. Von dieser Vorlesung halt, also die letzten 2 Wochen. Ich war letzte Woche da, aber davor die Woche nicht. Deswegen muss ich mir mal angucken, was da bearbeitet wurde und das dann halt inhaltlich nacharbeiten. Ja, die Freude. Die ist groß. Let's go. So, ich habe jetzt 1 Stunde öffrig gelernt und habe mich jetzt umgezogen. Ich habe jetzt so eine Bluse an und eine Jeans. Nichts Besonderes. Und packe jetzt hier gerade auch schon meine Tasche. Für mich geht es nämlich jetzt in die Kanzlei. Und dann höre ich die Zusatzqualifikation an. Ich habe auch schon meine Gym-Sachen eingepackt. Denn direkt danach geht es zum Zumba. Und yes, ich freue mich. Zwar noch weniger auf die Zusatzqualifikation, weil das ist immer irgendwann anstrengend für mein Gehirn, so lange am Stück sich zu konzentrieren. So traurig es auch ist. Ja, also dadurch, in Vorlesungssälen geht es eigentlich, aber halt so alles, was online ist, ist dann halt immer schwierig, weil halt, also man sich so leicht einfach ablenken kann. Aber gut, das wird schon. Ich muss jetzt noch meinen Laptop einpacken, der liegt nämlich jetzt noch da. Und wollte noch vorher kurz zu Teddy wahrscheinlich mal nach ein paar Perlen gucken. Wir basteln ja morgen Armbänder für das Konzert von Taylor Swift. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt hatte schon, was wir genau morgen machen, aber wir machen Armbänder. Und ich hatte überlegt, noch ein paar Buchstabenperlen zu holen und generell noch mal so ein bisschen nach Perlen zu gucken, dass wir auch irgendwas basteln können. Ist vielleicht eine Sache, die ganz, ganz praktisch und ganz gut wäre. Ja, mal gucken. Kann sein, dass ich dann einen Ticken zu spät zur Zusatzqualifikation komme. Ich denke nicht. Ich denke, ich muss es zeitlich noch rechtzeitig schaffen. Aber ja, ich sehe auch gerade, meine Weltkarte fällt auseinander. Oh no. Genau, ich muss jetzt mich beeilen und dann mache ich mich auf den Weg und dann geht's in die Kanzlei. See?
Guten Morgen, ich habe mich jetzt gerade ready gemacht und habe auch schon ein Kleidchen angezogen. Für mich geht es nämlich jetzt nach Dortmund zu meinen Freundinnen und wir basteln gemeinsam Bracelets. Ach, und davor im Zug habe ich beschlossen, mache ich Uni, weil ich fahre, glaube ich, fast 2 Stunden oder so und die Zeit kann man produktiv nutzen, vor allen Dingen, wenn man jetzt bald Klausuren hat. Ja, deswegen, ich werde meinen Laptop auf jeden Fall mitnehmen, vielleicht schneide ich ja auch ein Video. Das Video. Mal gucken. Werde ich auch auf jeden Fall meine Kamera mitnehmen, vielleicht ein Kabel noch mitnehmen, falls ich es finde jetzt auf die Schnelle. Ich habe nämlich nur noch 5 Minuten Zeit, bevor ich das Haus verlassen muss und muss noch meine Tasche packen. Und ja, das ist ein bisschen knapp getaktet. Aber ja, ich freue mich. Ich muss mal gucken, ob ich mir gleich irgendwie an einem Bahnhof oder so was zu essen hole, weil ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Aber ja, es wird schon alles irgendwie. Wir können uns ja auch was in Dortmund holen und halt wirklich so ein Picknick haben. Mal gucken. Oder wir setzen uns in ein Café. Das haben wir noch gar nicht genau zu 100% entschieden. Das Wetter ist auf jeden Fall richtig schön. Es soll heute 25 Grad und Sonnenschein werden. Ich überlege tatsächlich trotzdem noch, ob ich eine Strickjacke mitnehme, einfach für den Zug. Weil im Zug, falls die eine Klimaanlage haben sollten, was ja bei der Deutschen Bahn immer so eine Sache ist, kann es halt schon kalt werden. Ja, das muss ich noch entscheiden. So viele Entscheidungen in so kurzer Zeit stresst mich jetzt gerade irgendwie. Aber ja, ich mache mir jetzt auf den Weg und nehme euch natürlich dabei mit. Zumba gestern war richtig gut. Ich habe danach noch ein bisschen im Fitnessstudio trainiert. Keine allzu crazy Sachen. Habe auch ein bisschen Muskelkater, merke ich jetzt gerade. Aber diese angenehme, der nicht zu krass wehtut, sondern einfach nur da ist, um dir zu zeigen, dass du ein bisschen was gemacht hast. Also top. Ah, ich habe euch gar nicht die Perlen gezeigt, die ich gestern gekauft habe. Das mache ich jetzt so schnell. Und zwar sind das einmal so durchsichtige Perlen, die so ein bisschen schimmern. Fand ich ganz cool. Es gab leider kaum Buchstabenperlen, aber welche es gab, welche ich auch schon mal hatte, sind so Herzchen mit so Buchstaben drauf. Und davon habe ich direkt 3 Packungen geholt, weil, ja, ist halt so eine Sache, da sind 52 Stück drin und wenn man da halt irgendwie, keine Ahnung, 2 E's braucht, dann kommt man mit einer Packung schon nicht weit. Und wir sind ja auch zu dritt, das heißt, das passt, glaube ich, eigentlich ganz gut. Wir haben, glaube ich, sogar noch ein paar von den Herzen bei meiner Freundin. Und ich kann euch nachher auch mal ein paar Armbänder zeigen, die ich schon gemacht habe mit meiner Freundin vor einem halben Jahr oder so. Wir sind noch nicht so krass mit dabei im Armband-Game, aber ja, was mir auch gerade einfällt, ich habe hier auch noch welche in so Säckchen drin, da sind so 4 Armbänder drin. Aber ich nehme noch mal andere Säckchen mit, dann kann man die darin transportieren. Ist vielleicht eine ganz smarte Sache. Und jetzt werfe ich dann noch meine Perlen rein. Und ja. Ich habe jetzt übrigens mich dazu entschlossen, richtig, richtig Summer-Vibes. Ich meine, wir haben Juli, was denke ich. Aber es war halt die letzten Tage wirklich nicht warm und wirklich doofes Wetter. Und jetzt freue ich mich voll, ein Kleid anzuziehen. So eine Sommer-Strandtasche mitzunehmen, eine Picknickdecke, in den Park sitzen. Ja. Es wird toll. Ach, was nicht so toll ist, ich habe meine Tage. Aber, was wiederum toll ist, ich bin nicht schwanger. ist ja immer so eine Sache, die man ja auch eigentlich feiern kann, weil ich hätte jetzt absolut keine Zeit während dem Studium oder sonst irgendwas und wäre auch jetzt absolut nicht bereit dafür. Deswegen, ja, erfreuen wir uns einfach über diese Tatsache und ignorieren die Tatsache, dass ich Bauchschmerzen habe und das einfach doof ist im Sommer. Ich hasse das. Aber ja. Ich mag solche Zöpfe nicht an mir, aber heute ist keine andere Wahl. Wir haben jetzt den nächsten Tag, und zwar Freitag. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zur Arbeit, ziehe mir noch was anderes an. Aber ich wollte euch die Armbänder zeigen, die ich gestern gemacht habe und die ich schon davor hatte. Ich muss sagen, ich habe gestern Abend, oder halt gestern den ganzen Tag über, eigentlich den ganzen Tag über, als wir halt da saßen und gebastelt haben, so einen Dreck gegessen. Also halt so viele Süßigkeiten, Chips, alles in diese Richtung. Und wir haben halt nichts anderes gegessen, weil wir halt die ganze Zeit in dem Park da saßen.
dass es mir gestern Abend so dreckig ging. Ich habe das wirklich selten, dass mir vom Essen schlecht wird. Und wenn, dann eigentlich nur, weil das Essen also schlecht geworden ist, sage ich jetzt mal, und nicht, weil ich ja schlecht, also so Zeugs gegessen habe, weil das war wirklich crazy. Und ja, dementsprechend, ich habe dann gestern auch gar nichts mehr gemacht. Ich war nur K.O. Ich wollte euch jetzt mal die Armbänder zeigen. Das hier habe ich schon vorher gemacht. Finde ich jetzt auch nicht so schön, aber ist halt da. Genauso wie das hier. Das ist Lover, aber da muss ich das F noch zu einem E machen. Das ist jetzt auch nicht meine Glanzleistung, aber es wird besser, Leute. Es wird besser, ich verspreche es euch. Für die, die es nicht wissen, ich gehe ja nächste Woche auf ein Taylor Swift-Konzert. Und da tradet man halt immer so Bracelets. Ich habe einmal hier Midnight Rain. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist schon mal besser, meiner Meinung nach. Und unter anderem mit meine Favoriten sind die hier. Einmal Style mit den Glasperlen und Glitzerperlen. Finde ich irgendwie cool. Glitzerperlen. Normale Perlen meine ich. Dann haben wir einmal, meine Freunde, wir haben Karma. Das ist auch im ähnlichen Stil wie Style. Finde ich auch richtig, richtig schön. Ignoriert meine Nägel. Ich wollte die gestern Abend neu machen. Hab dann angefangen, es abzuschleifen und war dann so K.O. Und mir ging es so schlecht, dass ich mich gar nicht mehr darauf konzentrieren konnte und habe ich es sein gelassen. Jetzt mache ich das heute. Dann haben wir hier einmal, ich muss mal gucken, wie ich das halten muss, dass man es lesen kann. Swiftie. Das habe ich gestern auch gemacht. So. So sieht das Bändchen davon aus. Ich muss auch noch ein paar Bändchen hier abschneiden. Dann, Leute, verurteilt mich nicht. Ich meine, auf andere bestimmt noch von den Buchstaben her. Aber ich hatte halt nur diese Herzchenbuchstaben und dazu wollte ich jetzt nicht irgendwas von The Tortured Poets Department machen. Deswegen haben wir hier nochmal Style mit den Farben von 1989. Dann, also deswegen habe ich auch so viele Sachen doppelt. Jetzt zum Beispiel hier auch. Lover hatte ich ja auch schon. Finde ich aber auch cute mit dem Armband und den Farben. Dann nochmal Lover, sehe ich gerade. Waren halt einfach Buchstaben, die man dann halt relativ gut noch machen konnte. Genau, deswegen nochmal Lover. Dann haben wir, finde ich auch sehr cool, The Man in so einem rosa-lila. Davon habe ich zwei gemacht, einfach nur Taylor Swift und so ein Emoji. Hier ist das zweite, die sehen wirklich eins zu eins gleich aus. Und das gleiche dann nochmal. Same, same, but different in Gold. Dann haben wir noch mal Karma. Ich hätte eigentlich halt gerne normale Buchstaben gehabt, um halt irgendwelche anderen Sachen zu machen, die ich am Anfang auch gezeigt habe. Aber ich hatte halt nur diese Herzchen. Und dann noch mal Taylor Swift. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches eure Liebsten sind. Die, die ich euch zuletzt gezeigt habe, waren alle, die ich gestern gemacht habe. Und die hier und alle davor waren alle, die ich schon vorher mal gemacht hatte mit Freunden oder mit meiner Schwester. Und yes, ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, ich finde meine Armbänder, also es gibt auch ein paar, die hässlich sind, aber ich finde die eigentlich echt schon sehr, 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 sehr cute für so Trading-Armbänder. Yes. Ich muss mich aber auch jetzt, glaube ich, langsam mal anziehen und dann geht's arbeiten. Ich arbeite um 9 Uhr. Und muss jetzt gleich mal los. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, Guys. Ich habe heute eigentlich einen Niederländischkurs. Ich weiß noch nicht zu 100%, ob ich da hingehe. Denn es ist das letzte Mal. Und ich schreibe die Klausur halt nächste Woche nicht mit. Also nächste Woche ist Klausur. Und das ist jetzt das letzte Mal vor der Klausur. Ich denke mal, die wird auch ein bisschen was eingrenzen. Aber ich muss halt echt Öffrecht machen. Hello, Guys. Ich bin jetzt zu Hause. Und kann jetzt aber auch direkt wieder los, weil wir haben kein Klopapier mehr. Das heißt, ich muss Klopapier besorgen, weil ich muss echt auf Klo. Ich meine, das ist nicht schlimm, weil ich muss eh zu DM oder Rossmann oder so. Das heißt, das bietet sich an. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß gerade nicht, was ich alles von Rossmann und DM haben wollte, weil ich hatte so tausend Sachen, bei denen ich mir dachte, ah, das ist leer, das brauche ich noch. Und jetzt fällt mir alles nicht mehr ein. Das kann nur so enden, dass ich dann da jetzt hingehe und dann wirklich die Hälfte vergesse und dann nochmal dahin muss. Und das nervt mich und stresst mich gerade. Geil, es gibt einen DM/Rossmann-Haul. Aber ich habe einen Anfall bekommen oder einen Herzinfarkt, als die Kassiererin meinte, ich solle 59,09 Euro bezahlen. Weil ich finde es immer wieder krass, dass so wenig Sachen halt so teuer sein können.
Ich habe halt dann die Rossmann-App benutzt und dann habe ich nur noch 47 Euro bezahlt, weil es da halt ein paar Angebote gab. Also bei der Rossmann-App gibt es halt immer 10% auf alles. Und es gab halt jetzt bei meinem Deo eine 2 plus 1 Aktion, also 2 zahlen und 3 kriegen. Und deswegen habe ich mir das auf Vorrat jetzt geholt. Und es gab noch 25% Rabatt oder 24% Rabatt auf dekorative Kosmetik, was sich ja auch summiert. Deswegen, ja, habe ich ein paar Sachen geholt, aber nichts davon war eigentlich unnötig. Einmal natürlich Klopapier, musste sein, habe ich jetzt auch schon direkt mal aufgefüllt und sortiere ich gleich bei uns in den Schrank. Dann, wie schon besagt, mein Deo. Brauchte ich jetzt nicht dringend, dringend, aber wenn es halt im Angebot ist, dann kann man es sich halt kaufen. Weil wenn ich es mir halt so oder so kaufe, dann lieber halt, wenn es im Angebot ist, als dann halt später, wo es nicht im Angebot ist und nicht den normalen Preis dafür zahle. Deswegen gibt es eins gratis. Beziehungsweise, das ist ja gar kein Deo, sondern ein Antitranspirant. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied kennt, aber ein Deodorant hat kein Aluminium drin und ein Antitranspirant hat eben schon. Ich muss halt sagen, normale Deos wirken halt bei mir nicht, deswegen hole ich mir halt immer die. Und es gab ja auch Studien dazu, dass es jetzt nicht krebserregend sein soll oder so. Also dass es damit nicht im Zusammenhang steht oder halt kein Zusammenhang nachgewiesen werden konnte. Dann habe ich mir einmal noch ein Shampoo und eine Spülung geholt. Da mochte ich den Geruch einfach gerne. Das hat keine tiefgreifendere Bedeutung. Ja, schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, falls es schlecht sein soll, weil ich möchte es nicht hören. Dass ich Müll gekauft habe. Nee, aber ich denke mal, wird schon passen. Und schreibt mir trotzdem gerne in die Kommentare, falls es nicht gut sein soll, weil dann hole ich mir das nächste Mal was anderes. Und dann habe ich mir einmal so Wäschedinger geholt. Ich mag den Geruch hiervon voll gerne. Deswegen habe ich mir das jetzt nochmal geholt, weil meine sind leer. Eine Hautcreme, die ich unbedingt gebraucht habe. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die genau ist. Falls ihr die schon mal ausprobiert habt, könnt ihr mir eure Meinung auch dazu gerne schreiben. Ich habe nochmal gehört, dass halt No Cosmetics eigentlich ganz gut sein soll. Deswegen dachte ich, probiere ich die einfach mal aus. Und dann, zu guter Letzt, habe ich mir das hier geholt. Das ist so ein Liquid Lipstick quasi eigentlich, der halt super lange auch hält auf den Lippen. Aber ich benutze den eigentlich nie als Liquid Lipstick, sondern einfach als Lip Liner, weil das funktioniert irgendwie mega gut. Und man hält das halt den ganzen Tag und deswegen, der war auch leer. Ich habe jetzt normalerweise mit nur normalen Lip Linern gearbeitet, aber ab und zu, keine Ahnung, wenn man irgendwie essen geht oder so, ist es auch sehr cool, wenn der halt länger hält. Deswegen habe ich mir den einfach nochmal geholt. Und der kommt auch immer mit so einer Lippenpflege dazu. Finde ich, sieht irgendwie auch ganz schick aus. Ich habe davon noch nie einen aufgebraucht, weil ich die einfach nicht so oft benutze. Aber den finde ich echt gut. Ich hole mir den jetzt schon zum dritten Mal oder so nach. Also ich mag den echt gerne als Lip Liner. Und das war's. Dafür hätte ich 60 Euro bezahlt, beziehungsweise dafür habe ich jetzt 47 Euro bezahlt. Crazy, oder? Ich find's crazy. Jetzt mache ich mir gerade eine Pizza im Ofen, weil ich habe so Hunger und die war letztens auch im Angebot. Ich bin richtiger Angebotskäufer. Ich kaufe mir sonst auch nie Pizza, aber wenn sie halt im Angebot ist, für 2 Euro, kann man es ja mal machen. Genau, und die mache ich mir jetzt schnell. Ich habe halt heute Nachmittag meinen Niederländischkurs. Ich weiß immer noch nicht, ob ich da jetzt hingehen möchte oder nicht, weil ich habe auch Loki gerade keinen Bock. Und heute Abend bin ich auf 2 Geburtstagen eingeladen. Und dann gehen wir auch in den Club feiern. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal im Club war. Das ist wirklich crazy. Dafür, dass ich ja Studentin bin und andere Leute gefühlt wöchentlich feiern gehen. Ja, könnt ihr ja gerne mal sagen, wie oft ihr feiern geht. Ich meine, ist ja an nichts was falsch. Man kann ja so oft feiern gehen, wie man möchte, oder man kann es auch einfach eben sein lassen. Ist ja also ohne Wertung. Aber ja, wir sind in einem Club und zwar im Hillebrands. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, an die Kölner. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört, aber ich war halt selbst noch nie da. Und deswegen bin ich voll gespannt. Und ja, das Motto ist Euphoria. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, was ich anziehe. Ich So cold. Samstag. Wir haben jetzt auch schon 14:30 Uhr, also 14:20 Uhr, um genau zu sein.
Und ich sitze am Schreibtisch, habe schon was gegessen und habe auch schon eine Stunde lang Grundrechte mir angeguckt. Ich mache das aktuell mit Legal Lexo, das ist keine bezahlte Werbung, aber ich habe mal einen Zugang von denen bekommen und muss tatsächlich sagen, dass ich das richtig gut finde für alle Bereiche, die ich halt nicht verstanden habe oder halt nie wirklich gelernt habe. Ich habe halt Grundrechte nur so halbherzig im ersten Semester gemacht, weil es halt eh online war und dasselbe auch bei Staatsorgan oder auch beispielsweise Kommunalrecht. Habe ich auch nie wirklich gehört, weil es halt nach der Vorlesung bei uns erst behandelt wurde. Nach der Klausur, meine ich. Also, es wurde auf jeden Fall ausgeschlossen und ich habe halt nie so den Sinn dahinter genau verstanden und warum das da ist. Und keine Ahnung, ich finde, Legal Lexo erklärt das halt super gut von Beginn auf. Also, wenn man halt wirklich gar keine Ahnung von irgendwas hat oder halt die Basics nicht verstanden hat, dafür finde ich halt Legal Lexo echt gut. Es geht halt natürlich nicht extrem in die Tiefe. Aber ich habe das Gefühl, ich kann es natürlich jetzt noch nicht sagen, aber die Basics, von denen immer jeder spricht, dass man die beherrschen muss, dass man die verstanden haben muss und man halt nie genau weiß, was es genau ist. Ich habe das Gefühl, das vermitteln die halt da. Und das finde ich ganz angenehm. Und yes, ich habe heute Morgen auch schon meine Nägel neu gemacht, ganz basic. mit Neo Nail, wie ich das immer mache. Und ich überlege mir jetzt auch noch meine Fußnägel zu machen mit der Farbe von Essie, die heißt Ballet Slippers. Das kostet, glaube ich, nicht. Oder? Nee. Die passt nämlich eigentlich ganz gut zu meinen Nägeln. Und ich finde jetzt im Sommer, wenn halt dann die Temperaturen auch besser sind, finde ich das eigentlich immer ganz schön. Und yes, heute steht halt wirklich nur Lernen an. Und ich habe nicht so wirklich Lust, aber ja, ich ziehe mir halt jetzt auf jeden Fall noch die kompletten Grundrechte-Videos rein und dann mache ich mir so eine Übersicht davon. Weil das hatte ich auch bei Kommunalrecht letztens gemacht schon. Und habe da halt dann einfach alles, was die halt in den Videos gesagt haben, zusammengefasst und kann mir die halt ausdrucken. Also die ist ja halt quasi druckbereit und dann kann ich mir einfach die hier hinklatschen und immer mal wieder halt drauf gucken, wenn ich halt hingucke. Oder wenn ich halt einfach generell durch die Gegend gucke und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und ich glaube dafür, also davon werde ich auch mein Zimmer einpflastern, wenn es in die Examensvorbereitung geht. Einfach um immer mal wieder sich die Basics halt so vor Augen zu halten. Und yes, ich habe mir jetzt noch einen Iced Coffee gemacht und werde den jetzt trinken, während ich mir die weiteren Videos angucke. Ich bin aktuell bei Video Nummer 7. Kommunikationsgrundrechte im Überblick. Kommt jetzt und bin jetzt generell bei der Sektion einzelne Grundrechte. Also es gab halt davor so eine Übersicht über die Freiheitsgrundrechte und wie man das halt generell prüft und so. Und jetzt bin ich halt bei den einzelnen Grundrechten im Überblick, die halt immer einzeln dann erklärt werden und was davon erfasst ist. Und ja, tut gut, das sich mal wieder vor Augen zu führen. Genau, und das mache ich jetzt. Lackiere mir vielleicht währenddessen noch so ein bisschen meine Fußnägel, weil ich muss sagen, wenn ich halt so was Meditatives, wo ich nicht nachdenken muss, wie zum Beispiel Nägel lackieren währenddessen mache, hilft es mir halt, mich viel mehr auf das, was ich höre, zu konzentrieren und das viel mehr halt nachzuvollziehen. Weil wenn ich einfach nur das eine mache und mir nur die Vorlesung angucke, beziehungsweise jetzt halt nur das Video angucke, dann höre ich da halt zu und dann driften meine Gedanken irgendwo anders hin ab. Ja, also irgendwie hilft es mir halt, sowas Meditatives, Handarbeitartiges währenddessen zu machen, dass ich halt mit meinem Gehirn darauf mich fokussieren kann und nicht halt einfach so leicht die ganze Zeit abdrifte mit meinen Gedanken. Deswegen vielleicht hole ich mir mal auch irgendwie so ein Mandala-Malbuch oder so für die Examensvorbereitung. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir da generell noch keine Gedanken drüber gemacht. Das wollte ich jetzt mal im August machen, dass ich mich wirklich mal hinsetze und meine Examensvorbereitung durchplane. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Also jetzt ist erstmal wichtiger, dass ich mich auf meine Klausuren fokussiere und dahingehend plane. Da wollte ich auch heute mal einen Lernplan machen, weil bei mir halt in den nächsten Wochen echt einiges ansteht, was halt nichts mit der Klausurenphase zu tun hat, sondern einfach irgendwelche Reisen, irgendwelche Konzerte, dass ich da halt die Klausuren nicht aus dem Auge verliere. Und yes, genau, das wollte ich auch noch heute machen. Ich werde auch noch Pfandflaschen wegbringen, weil ich habe da an der Tür hier ganz, ganz viele Pfandflaschen noch und die gehen mir auf die Nerven, dass ich die mal weggebracht habe und was einkaufen gehen. Morgen ist ja auch Sonntag. Und yes, das ist so der Plan für heute. Ich muss sagen,
kurzer Recap von gestern Abend noch. Es war echt richtig, richtig cool. Ich war tatsächlich noch nie im Hillebrands. Hatte ich, glaube ich, ja auch erzählt gehabt. Das ist so eine typische Studentenbar/Club, eher Bar, die dann halt so eine Tanzfläche hat quasi. In Köln, auch auf der Zülpicher, was auch ein Teil der Studentenstraße ist. Und ich muss sagen, dafür, dass Freitagabend war, war da echt wenig los. Aber ich glaube, generell auf der Straße ist seit Corona wenig los. Ja, voll crazy. Aber war auf jeden Fall echt cool. Also ich war positiv überrascht tatsächlich. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich habe eigentlich gar keine Erwartungen gehabt, aber ich fand es cool. Ich mochte auch die Musik. Es war halt so viel 2010er Musik und so und ich mag das eigentlich ganz gerne. Und yes, mir geht es auch eigentlich ganz gut. Also ich habe ein bisschen was getrunken. Ich trinke tatsächlich sonst eigentlich nie was oder super selten was. Aber mir geht's gut. Also ich habe keine Kopfschmerzen, kein gar nichts. Ich bin halt ein bisschen müde, weil ich nachher jetzt nicht so viel geschlafen habe. Aber ansonsten hält sich das echt in Grenzen. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich hatte tatsächlich noch nie einen Kater. Hängt auch, glaube ich, wieder damit zusammen, dass ich eigentlich auch so gut wie nie irgendwas trinke. Aber ja, genau. Ich mache mich jetzt an meine Unisachen wieder. Yay! Oh man.